Freiheit für die. Okay, gut. Ja, also wenn ich jetzt da versuchen müsste und versuche jetzt zu respondieren, dann sehe ich einfach nochmal, und dann nehme ich ganz gerne über die Grafik her, die die EKD vor Jahren schon entwickelt hat, wo man einfach nochmal sieht, was ist denn dieser Mensch, um den es uns ja eigentlich gehen muss, gerade wenn es um Bildungsprozesse geht, im Internet der Dinge, die auf ganz verschiedenen Ebenen meiner Meinung nach dann sozusagen ethische Relevanzen ausloten. Also es kann ja jeder vielleicht in der Kleinschrift sehen, die Frage, die sich ja immer stellt, ist, wer ist verantwortlich, wenn das digital unterstützte Fahren dann Unfälle herbeiführt? Und es endet auch sozusagen bei nachhaltigkeitsbezogenen Fragen, wenn wir bestimmte Techniken nutzen. Nur nochmal, um da auch aufzureißen, dass wir es nicht mit Fragestellungen zu tun haben, die fernab der Praxis sind, sondern die wirklich alltagsorientiert sind, gerade weil diese Daten ja gesendet werden und wir immer nicht mehr meiner Meinung nach trennen können von einer digitalen Welt und von einer, was dann oftmals gemacht wurde, realen Welt, sondern die sind schon längst hybrid miteinander vernetzt. Auch dazu würde mich mal interessieren, Alexander, ich weiß, dass du da auch mit den Formulierungen ja sehr vorsichtig bist, eine Grenze aufzumachen. Die war ja auch vorhin schon im Diskurs am Anfang da. Also wo geht das Digitale los? Ich würde die Frage stellen, kann man es überhaupt noch so fragen? Wo geht's los? Das wäre so der erste Referenzpunkt, weil ich eben sehe, dass dieser Mensch in diesem Internet der Dinge und damit in der Digitalität als Kultur längst verwoben ist. Und auch mittlerweile der Sender geworden ist der Daten, nicht nur der Empfänger und Rezipient. Was ich spannend finde an den Vortragsimpulsen, ich habe jetzt ein paar ausgewählte aufgeschrieben, die natürlich gepaart sind mit dem, was wir forschend auch nochmal ergründen. Also, was stark gemacht wird, zumindest habe ich so interpretiert und gehört, ist die ethische Perspektive, die eben eine reflexive Kategorie macht. Und die ist auch, glaube ich, ganz wichtig für das, was du jetzt als Theologie treiben bezeichnet hast, aber insgesamt grundsätzlich auch für das, was wir dann brauchen und können wollen für Bildungsprozesse. Was ich auch spannend fand, ist deine Fokussierung des Menschen im ganzen System, also des Personseins, aber auch jetzt dann nochmal mit einer anderen Perspektive, die versehen wird, nicht von der Optimierung her, das hast du auch zu Recht kritisiert, sondern der Mensch in seiner Verletzlichkeit. Und ich glaube, das hilft uns nochmal sehr, da auch gut zu argumentieren, warum wir uns auch kritisch mit medialen Potenzialen beschäftigen wollen. Und ich glaube, im Hintergrund habe ich wahrgenommen, hilft uns das auch nochmal, wieder diese Strukturen der Ungerechtigkeit nochmal Fragen zu stellen. Das emanzipatorische Potenzial, das nochmal tiefer dann auf den Menschen schaut. Wohin arbeiten wir mit einer digital-ethischen, vielleicht heißt auch irgendwann anders, Souveränität, wenn wir nicht eine Anpassungsidee abseits des Menschen zu arbeiten wollen? Die Anpassungsidee, das ist für mich immer so ein ganz schlagkräftiges Wort. Humankapital ist in aller Munde, seit die EU vor Jahren schon verwendet hat. Und das sehe ich hier genauso. Also jetzt könnten wir die Frage stellen, wollen wir jetzt alle Leute fit machen oder wollen wir sie fit machen, sich zu emanzipieren? Fit machen nur, um sich anzupassen oder eben nicht? Und dahinter steckt auch für mich nochmal so eine weitere Tiefenschärfung, jetzt mit einem Begriff, der in der Religionspädagogik immer sehr hochgehalten wird, eine Subjektorientierung. Und ich versuche die einfach mal konträr zu schießen mit einer gewinnorientierten Verzweckungsidee, die eben auch von dieser Verletzlichkeit des Menschen her gedacht wird, dass eben eigentlich beitragen sollte, die Idee, wenn jemand souverän wird, dann kann er orientiert als Mensch und Subjekt sein. Und die Subjektorientierung hat für mich einen positiven Begriff dabei. Zumindest lade ich den jetzt hier auch so auf, dass das aber auch bedeutet, den anderen Menschen das Subjekt sein zugestehen zu können und zu wollen, weil da ja meine Grenze wäre, wenn jeder das eigentlich nur macht, um sich selbst zu optimieren. Ja, und dann fand ich jetzt nochmal spannend, wie du den christlich-hermeneutischen Referenzrahmen von der Idee 2 her, ich lese es jetzt mal so, im Zusammenhang einer autonomen Moral konstruierst, weil da auch nochmal eine Schärfung eben aus einer theologisch-ethischen Perspektive mit für uns zu diskutieren ist. Ich mache mal noch ein paar Überlegungen und dann gebe ich aber wieder Raum frei für alle anderen. Für mich nach wie vor die Frage,
Wo wird es normativ? Was ist das für ein Stellenwert? Brauchen wir das? Vielleicht noch ein Punkt dazu. Manfred und ich waren gerade im Treffen mit der Gesamtgroßgruppe aus allen Fächern vor 3 Tagen. Und da kam nicht aus unserem Fach die Frage, dass eine Normativität notwendig ist in dem Zusammenhang des Konstrukts von digitaler Souveränität. Da würde ich dann eben sagen, hat die Theologie einen elementaren Stellenwert, weil sie eine Kritikfunktion hat auf die gesellschaftlichen Kontexte. Für mich ist trotzdem gleichzeitig immer die Frage, wie können wir denn jetzt unsere Fundierungen so ins Spiel bringen, dass die auch verständlich sind, dass sie jemand hören will und dass auch gerade die nicht-christlichen, nicht-religiösen Akteure sich darauf einlassen wollen. Man könnte jetzt sagen, in einem pluralen Feld des ethischen Denkens und Argumentierens müssen alle Stimmen gehört werden, die sich rational und auch vielleicht demokratieorientiert artikulieren. Aber das wäre dann die Frage, wie können wir das hinstellen? Und gibt es auch, und das ist vielleicht eine Frage jetzt nochmal an dich, Alex, auch genuin theologische Themen, die im Kontext von digitalitätsethischer Souveränität bearbeitet werden können? Wir haben uns sehr schwer getan, übrigens als Forschungsgruppe, genau diese theologischen Themen, die nur theologisch eventuell angesiedelt sind, jetzt mit diesem Konstrukt zu bearbeiten. Ich habe aber bei dir jetzt wahrgenommen, sozusagen, es gibt vielleicht die Möglichkeit, aus der Theologie heraus auch diesen Souveränitätsgedanken zu kritisieren, weil du ja bewusst anfragst, geht es überhaupt noch, dass Menschen komplett souverän werden angesichts dieser Übermacht vielleicht von der KI? Ja, und das ist jetzt aber nur der Reminder, weil ich natürlich aus einer religionspädagogischen Perspektive frage, was sind denn dann die Potenziale, die aus dieser kritisch-emanzipatorischen Perspektive auch für religiöse Lern- und Bildungsprozesse im Horizont von der sogenannten digitalitätsethischen Souveränität erwachsen? Das ist gar nicht eine Frage, die ich an dich stelle nur, sondern glaube für uns immer nochmal wichtig ist, sie mitzunehmen. Also, ich habe mitgenommen ein paar Fokussierungen jetzt einfach für uns nochmal, aber vielleicht sieht es jemand komplett anders. Und auch so das Überlegenswerte, was bei mir hängen geblieben ist, sind diese Punkte.